Und das ist unser gutes Stück, der Pax Kleiderschrank. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich nehme euch wieder mit durch meinen Tag. Ich war heute Morgen arbeiten, habe dann die Kinder abgeholt, habe dann Pappe ins Auto gebracht, weil es passt nicht ja alles unten in die Tonnen rein. Dann würden sonst die Nachbarn und ich nichts mehr reinkriegen. Deshalb was ins Auto, was ich hoffentlich morgen in meiner Pause in den Container schmeißen kann, weil ich hier rumgefahren bin und keinen Container gesehen habe heute Mittag. Das haben wir nämlich nach der Kita gemacht. Die meisten haben nur noch halt Mülltonnen, Pappmülltonnen, Papiermülltonnen vor dem Haus stehen. Aber wenn man halt mehr hat, wie wir gerade, wird es dann ein bisschen schwierig. Deshalb wäre noch ein städtischer Container ganz gut. In der alten Heimat weiß ich, wo welche stehen. Das schaffe ich aber allerdings nur in meiner Pause in der halben Stunde, weil nach der Arbeit muss ich ja sofort los die Kinder holen, da ich ja in zwei Städten abholen muss. Genau, ja. Warum haben wir so viel Pappe? Tada! Wir haben den Kleiderschrank geholt. Wir haben ihn bestellt. Ja, die mich lange kennen, die wissen das. Also 2013 sind wir zusammengezogen in unsere erste Wohnung. Wir waren überglücklich mit dem Schlafzimmer, was wir dann gekauft haben. Das wurde auch aufgebaut und es war gar nicht so günstig. Ist voll Möbel Hardeck gewesen. Das Bett sieht man ja noch. Die Nachttische haben die Kinder im Kinderzimmer, weil die ja hier nicht reinpassen. Und da war dann der Kleiderschrank noch bei, den ihr ja alle kennt. Den haben wir jetzt unten im Flur stehen als Abstellraum. Und ja, es sah super schön aus. Hat uns auch bis jetzt immer noch gefallen, aber sehr unpraktisch für unsere Verhältnisse. Ja, wir haben dann eingeräumt und beim ersten Mal einräumen, wo wir eingezogen sind, fiel uns schon auf, dass der Schrank uns überhaupt nicht gefällt. Ich wollte am liebsten meinen Kinderkleiderschrank wieder haben. Den habe ich aber nie mitgenommen. Genau. Naja, im Grunde... Ja. Ich muss gucken. Entschuldigt, ich bin ein bisschen unter Atem. Nicht nur Ami kam dazwischen, auch Kevin. Ich musste schnell ihm was bringen zum Terrainer-Training. Er hat Feierabend gemacht, war kurz zu Hause, hat sich die Tasche gepackt, hat aber bei dem Stress sein Handtuch vergessen. Das musste mir gerade bringen, ne? Jamie ist drin. Ich muss ja gucken, dass ich nicht filme. Ne? Jamie, Mama hatte gesagt, du sollst nicht ins Schlafzimmer kommen, weil Mama filmt. Ich will dich nicht drauf haben. Danke. Wolltest du mir was sagen? Soll ich ausmachen, dass du sprechen kannst? Jamie hat mir erzählt, was er wollte. So, und das ist das gute Stück. Ja. Was hast du gesehen? Ein Foto von Jamie. Ist das schön? Zeig mal. Und das ist unser gutes Stück, der Pax Kleiderschrank. Wir haben personalisiert für uns jeweils, wie wir es haben möchten. Meine Seite ist die, das ist Kevins. Und die Ecke teilen wir uns, also auf der Seite. Mir gehört 1 Meter, Kevin hat ein bisschen mehr als 1 Meter. Das hier sind 75 und dann nochmal, ich weiß gar nicht, 50, glaube ich. Upala, hinter mir steht Staubsauger. Genau, er ist natürlich noch nicht fertig, weil Kevin halt nach der Arbeit nicht immer so viel Zeit hat. Die Schubladen hat er gestern Abend noch zusammengebaut. Die müssen natürlich noch rein. Ich mache mal die Schranktüren auf. Das geht leider nur mit einer Hand nicht so gut, weil halt noch keine Griffe dran sind. Die sind ja auch nicht vorgebohrt, weil es ja verschiedene Griffe gibt für bei IKEA. Der einzige, der schon aufgeht, ist die Spiegeltür. Was ich ganz cool finde. Jetzt haben wir endlich mal einen Ganzkörperspiegel. Genau, das ist dann Kevins. Wir haben es beide eigentlich relativ gleich geplant. Unten ist dann halt der Korb drin, weil unten keine Schublade geht. Danach sind Schubladen bis einer bestimmten Höhe. Danach kommen mehrere Regalbretter. Und das war's dann auch. So, auf der Seite hat er dasselbe. Ich guck mal, ob ich das aufkriege hier.
da ja. Meiner geht leider nicht auf, aber er sieht halt genauso aus. Ja. Ich liebe dich auch. Brauchst du noch was? Nee. Nee? Okay. Dann kann man hier schon sehen, was für Schokoladen wir uns ausgesucht haben. Aber die sieht man ja auch hier. Genau, so sieht dann hier die Ecke aus. Hier kommen die Kleiderstangen hin. Kevin oben, ich unten. Ganz oben haben wir noch ein Brett geplant und hier so, so Haken für mich, damit ich Schmuck aufhängen kann, so Ketten und so. Ja, das hier sind Kevins Schubladen, die sind halt in der Größe. Ganz unten ist halt wieder ein Korb. Hier hat er, keine Ahnung, noch irgendwas anderes geplant gehabt und Regalbretter. Genau. Der andere ist ja einen Tacken tiefer und hier hat er natürlich ein bisschen kürzer, ne? Platz. Genau. So. Aber es sieht so hochwertig aus, ne? So schön! Dadurch habe ich halt diesen ganzen Pappmüll. Ich habe das alles klein gerissen und muss dann mal gucken, wie ich es entsorge. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich es morgen in der Pause schaffe, weil nach der Arbeit wird es nicht klappen. Ansonsten habe ich es halt im Auto, bis ich irgendwann mal irgendwo vorbeifahre, wo ich was reinschmeißen kann. Ich habe aber nur 3 Taschen im Auto, weil dann ist mein Kofferraum voll und hier stehen noch 3 Kartons und 2 Taschen und das ist ja noch nicht mal alles an Pappe, weil es ist ja noch nicht alles ausgepackt. Puh, so viel Verpackungsmüll. Aber Kevin sagt, das Gute an den Packs ist, wenn irgendwas mal kaputt geht, wie ein Scharnier oder eine Tür oder sonst was, eine Schublade oder irgendwas, kauft man das einfach neu, wenn man es nicht mehr reparieren kann. Bei dem anderen geht das halt nicht. Ne? Und da kann man es dann einfach ganz easy machen. Oder er sagt, wenn es ganz schlimm wäre und uns die Tür nicht mehr gefallen, kauft man einfach in 10 Jahren neue Türen. Und gut ist, da hat er recht. Kleinanzeigen ist ja auch voll mit sowas, aber wir wollten halt ihn so personalisieren, wenn wir ihn jetzt schon anschaffen, dass er uns zu uns passt. Genau, da hat ja jeder andere Vorlieben und wir lieben einfach Schubladen. Hier im Flur in einem Schrank werden dann auch 2 Schubladen leer. Und zwar die hier und die unten. Da sind nämlich Anziehsachen von mir drin. Das ist bis jetzt seit Einzug mein Kleiderschrank. Mehr Platz habe ich nicht. Jimmy möchte mit mir filmen. Deshalb läuft er mit mir rum. Genau. Das heißt, da habe ich dann auch noch Platz. Und ich bin gespannt, was ich da reinpacke. Ich habe noch keine Ahnung. Ansonsten steht halt überall in den Ecken immer noch Sachen, die wir halt verschenken und verkaufen. Machst du bitte zu, es muss keiner meine Unterwäsche sehen. Danke. Sehr lieb von dir. Die hier waren ja unsere Ordner drauf. Das muss Kevin noch abschrauben. Und die Bretter verwenden wir für die Küche. Die sind richtig schön stabil. Und ich denke mal, die werden dahin kommen, wo Jamie gerade ist. Da in die Ecke. Genau, also hier. Ne? Oh wei. 2 Tage sind das. Ich habe gestern nicht sauber gemacht. Heu ist auch leer. Sie baut ein Nest, wie man da an dem Fell erkennt. Auf der Kamera sieht das gar nicht so schlimm aus wie in Natura. Da ist halt hinter dem Haus alles voll. Ne? Ihr beiden Racker? Mhm. Und sie liebt das Buddeln. Da hinten ist immer super viel Sand draußen. Also es ist richtig krass. Ne, ihr beiden? Wir haben den nächsten Tag. Die Kinder spielen Boden ist Lava. So sieht es gerade überall aus. So sieht es gerade überall aus. Gut. Naja, so ist das. Ein bisschen spielen können sie ja noch. Ich räume jetzt die Sachen aus dem Flur weg. Da sind die Sachen, wo wir gekommen sind. Kita-Taschen, meine Arbeitstasche. Genau. Die Couch aufräumen. Die Kinder ziehen sich nämlich immer hier oben morgens. Und die Schlafanzüge hochbringen und so ein Gedöns. Ich bin mit Amelie wieder zu Hause. Wir waren mal in Touren. Die beiden Männer sind zu Hause geblieben. Dann langweilt sich Jamie auch nicht so, weil er nicht mitmacht. Und genau, das war jetzt das dritte Mal Touren, 2-mal Probe. Heute war das erstmal richtig. Es hat wieder super viel Spaß gemacht. Es ist eine viel größere Gruppe, aber es macht wirklich Spaß.
Ich weiß gar nicht, habe ich die Haltebank schon gezeigt? Die hatten wir bei Kuhn gekauft. Das weiß ich schon nicht mehr. Das andere müssen wir immer noch ankleben. Das steht noch auf dem Boden. Und der eine Spiegel war nicht zum Anbringen. Jetzt haben wir den geholt bei Ikea. Genau. Das Bild hier im Hintergrund will ich hier hinhängen mit einem so einem Dings hier, wie hier. Das muss ich nur einen Tacken kürzer machen, damit man das nicht sieht. Dann bohre ich halt nicht in die Fliese bohren, sondern einfach kleben. Genau. Ja. Wir machen uns jetzt nochmal auf den Weg, wir haben jetzt kurz vor 18 Uhr, nochmal auf den Weg zum Edeka. Da kann man zu Fuß hingehen. Holen Kaninchenfutter und nochmal Tomaten für uns, weil wir wollen Salat essen heute Abend. Genau. So sieht das aus. Okay, Kira ist auf den Häuschen. Ich sehe schlimm aus. Glaube ich zumindest, ich fühle mich schlimm. Oh, schrei. Ich bin eingeschlafen. Beim Schlafenlegen der Kinder. Bin bei Jamie im Bett eingeschlafen. Am Ende habe ich noch überlebt, aber Jamie nicht mehr. Ich gehe jetzt ins Bett. Kevin baut die ganze Zeit weiter den Kleiderschrank auf. Ich wollte euch das eigentlich zeigen, wie weitergekommen ist. Seht ihr einfach beim nächsten Video. Der hatte alle Schubladen drin und hat dann angefangen, die Regalbretter zu machen. Genau, aber das zeige ich beim nächsten. Jo. Tschüss, bis zum nächsten Video.